Also ich saß den ganzen Tag drin, ich habe bin zugehorcht, dann denke ich, na, jetzt haben wir das in der Hagelkörner. Habe ich zum Fenster mal rausgeguckt, ja, also kirschgroße Hagelkörner sind dran. Und hat richtig geprasselt. Ich habe schon gedacht, ich habe oben die Fenster mal schnell geschlossen, nicht, dass mir der Hagel wieder zuhaut. Und dann bin ich raus und habe ich gesehen, oh, wo kommt das Wasser jetzt auf einmal her? Und habe ich gesehen, wie die Autos durch diese Wassermasse einfach durchrasen. Ich habe ein bisschen zugeguckt, habe ich gesagt, nee Leute, so geht's nicht. Mir hat es ganz hier am Kellerfenster und hier am Kellerfenster hat das ganze Wasser reingedrückt. Das heißt, es wäre schlimm gewesen, hätten die Leute mal ein bisschen... Ja, bis mich an. Ich habe unten, ich muss jetzt mal in den Keller gucken, mal schauen, wie es unten ausschaut. Ich habe zwar das, was nach rausläuft, noch etwas, aber muss ich mal gucken, wie es ausschaut. Wie findest du den? Dino hat ehrlich gesagt eine saftige Strafe draufgebrannt. Weißt du, so, es ist unvernünftig. Das sehen, da ist eine Katastrophe im Gange, sie weitet sich vielleicht auch noch aus, aber das ist die Unvernünftigkeit der Autofahrer.